Trick and Treat ist eine kostenlose spanische Visual Novel, welche am 30. Dezember 2016 von den Eternal Night Studios veröffentlicht wurde. Sie kann in Englisch, Spanisch, Russisch oder Italienisch gespielt werden. Die Spielzeit beträgt je nach Lesegeschwindigkeit ca. 3 Stunden, wenn man alle 8 Enden erleben möchte. Schauplatz dieser Visual Novel ist ein finsterer und sagenumwobener Wald. Der Protagonist Axel, also wir, möchte seinen Mut unter Beweis stellen und geht deswegen am Abend von Halloween mit einigen Freunden in diesen Wald. Doch als die Freunde eine mysteriöse Katze entdecken, gerät die Situation außer Kontrolle. Bis zu diesem Zeitpunkt sind ca. 20 Minuten vergangen. Von hier an geht die Geschichte richtig los, deswegen werde ich ab diesem Zeitpunkt nichts mehr zur Story verraten. Im Folgenden werde ich Trick and Treat nach seinen Charakteren, dem Soundtrack, den Dialogen, dem Zeichenstil, seinen Schauplätzen und seiner Story bewerten. Die Charaktere sind größtenteils gelungen. Axels Freunde kommen jedoch deutlich zu kurz und bauen keine Persönlichkeit auf. Die Figuren, auf die Trick and Treat sich aber konzentriert, wachsen einem schnell ans Herz und punkten mit nachvollziehbaren Entscheidungen und interessanten Persönlichkeiten. Der Soundtrack ist an einigen Stellen zu eintönig, im Großen und Ganzen jedoch gelungen und baut an den richtigen Stellen die richtige Stimmung auf. Die Dialoge sind leicht verständlich geschrieben und vermitteln die Persönlichkeit der drei wichtigen Charaktere gut. Auch mit mittelmäßigen Englischsprachkenntnissen wird die Sprache nie zur Barriere. Der Zeichenstil ist anders, als man ihn auf japanischen Visual Novels gewohnt ist. Das wertet ihn aber nicht ab, sondern verleiht ihm eine sehr persönliche Note. Auch wenn das selbstverständlich Ansichtssache ist, finde ich persönlich ihn äußerst gelungen und ansprechend. Schauplätze gibt es nicht viele. Die Geschichte spielt sich hauptsächlich in dem bereits angesprochenen Wald ab. Aufgrund der Kürze dieser VN wirkt sich das allerdings nicht störend auf die Geschichte aus. Die Story ist äußerst gelungen. Es gibt 8 unterschiedliche Enden zu erleben, welche alle von den unterschiedlichen Entscheidungen abhängen, die der Spieler im Verlauf der Handlung trifft. Sie alle sind es wert, gesehen zu werden. Schaltet man außerdem alle 7 Enden frei, gibt es noch die Möglichkeit, ein 8. geheimes Ende zu erreichen, welches die vorher investierte Zeit definitiv wert ist. Fazit: Für Fans des Genres ist Trick and Treat ein Muss. Wer sich durch die ersten 20 Minuten kämpft, wird eine wundervolle Geschichte erleben, die er so schnell nicht vergessen wird. Doch auch für interessierte Neuansteiger ist Trick and Treat somit definitiv einen Blick wert.